Hallo liebe Trader und Traderinnen, herzlich willkommen zur Trading-Wochenanalyse hier auf dem Kanal von JFD Brokers und zwar für die Kalenderwoche 24, was da bedeutet für die Handelstage von Montag, den 11.06. bis Freitag, den 15.06.2018. Heute mit den Märkten DAX, S&P, Euro, US-Dollar und Gold. Diese Märkte wollen wir heute in der Big-Picture-Analyse beschauen. Also hier schauen, wie sind die oder wo sind die wichtigen Marken, die für die Woche wichtig sein könnten, die Kerntendenzen, die hier eintreten könnten, die Indizes ja, beziehungsweise primär auch die US-Indizes stark am Pushen nach oben, auch der Euro-US-Dollar hat sich leicht erholt, Gold hier tendenziell eher seitwärts tendieren, das werden wir uns hier in der Big-Picture-Analyse dann anschauen. Vorab erstmal noch der Hinweis, schaut mal hier auf der Webseite von JFD Brokers bzw. auf dem YouTube-Kanal von JFD Brokers, wenn ihr euch die Analyse dann anschaut bzw. vielleicht nur euch den Euro-US-Dollar anschauen wollt oder nur den S&P, dann könnt ihr hier bei der Trading-Wochenanalyse auf dem Video entsprechend auf die Analyse klicken und dann unten in der Videobeschreibung findet ihr die jeweiligen Märkte, dahinter eine Zeit und wenn ihr auf diese Zeit klickt, dann kommt ihr in dem Video direkt zu der Analyse des jeweiligen Marktes, also wenn ihr zum Beispiel dann den Euro-US-Dollar nur schauen wollt, klickt ihr hier hinten auf die 15,10 und dann kommt ihr genau hier bei der Analyse für den Euro raus. Vorab, bevor wir starten, dann auch natürlich der Risikohinweis, lest euch diesen bitte durch, achtet prinzipiell darauf, dass ihr mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr definitiv all das, was ich hier sage, nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle. Und wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder zum Broker habt, dann natürlich auf der Website von jfdbrokers.com. Dort könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading und zum Broker natürlich beantwortet bekommen. Wir starten als allererstes, bevor wir mit dem DAX hier, mit der DAX-Analyse starten, mit dem Blick auf die kommende Woche, auf die Wirtschaftszahlen der kommenden Woche. Und wir sehen, da kommt eine ganze Menge raus. Allem voran die FED-Zinsentscheidung und EZB-Zinsentscheidung. FED-Zinsentscheidung hier, wir sehen es am Mittwoch und dann am Donnerstag die EZB-Zinsentscheidung entsprechend zu den Uhrzeiten. Man sieht das hier auf der Seite von Finanzen.net zum Beispiel, kann man sich das dann raussuchen. Starten wir dann am Dienstag erstmal 3 Uhr, das ist bei uns mitten in der Nacht, also gerade für die Daytrader erstmal eine recht uninteressante Zeit, aber das Treffen von Trump und Kim Jong-un wird stattfinden am 12. Juni um 3 Uhr hier in der Nacht angesetzt. Mal schauen, was da rauskommt, das werden wir natürlich in den entsprechenden Livestreams dann hier auch beschauen und gucken, was hier für Reaktionen an den Märkten kommen. Dann auch am Dienstag wichtig, 14.30 Uhr, Verbraucherpreisindex aus den USA. Hier wird definitiv auch ein bisschen Bewegung aufkommen. Auch eine interessante Wirtschaftszahl, die die Märkte etwas bewegen können. Hier allem voran natürlich die US-Indizes, Euro, US-Dollar, aber auch andere Währungen könnten hier ein wenig Bewegung bekommen. Wie gesagt, FED-Zinsentscheidung am Mittwoch, 20 Uhr. Auch das entsprechende Pressekonferenzprotokoll, beziehungsweise dann nochmal das Statement von FED-Präsident Powell. Alles um 20 Uhr, 20.30 Uhr, also hier am Mittwochabend auch dann mit Bewegung zu rechnen. Es könnte sein, dass die Märkte vielleicht vorher am Montag und am Dienstag von der Volatilität her leicht zurückgehen, der Markt eine kleine abwartende Haltung hat, weil er eben darauf wartet, wie denn jetzt die Fed entscheidet, ob sie erneut die Zinsen anhebt oder nicht. Dann eben am Donnerstag EZB-Zinsentscheidung hier in Europa. Hier wird ja prinzipiell erstmal nicht mit einer Zinserhöhung gerechnet, sondern primär wird darauf gewartet, wie es denn ausgeht mit den Anleihenkäufen. Werden diese zurückgenommen? Da ist es eben wichtig, da werden die Marktteilnehmer drauf schauen. Also ist hier um 13.45 Uhr beziehungsweise wie immer auch leicht danach mit Volatilität und Bewegung zu rechnen. Um 14.30 Uhr dann nochmal Einzelhandelsumsätze aus den USA und dann am Freitag, das ist meiner Meinung nach nicht ganz so kriegsentscheidend, Verbraucherpreisindex hier, Eurozone, das sind jetzt nicht so die marktbewegenden Ereignisse. Nichtsdestotrotz sollte man am Freitag um 11 Uhr dann auch ein bisschen vorsichtig sein. Und dann noch viele andere Zahlen, Bank of Japan, Zinsentscheidung hier am Freitag in der Nacht. Also wer hier dann zum Beispiel in japanischen Yen handelt oder Währungspaare, die damit zu tun haben, sollte natürlich hier dann auch entsprechend darauf schauen. Also hier kommt nächste Woche einiges raus. Achtet prinzipiell immer darauf, schaut euch die Wirtschaftszahlen an, denn es ist immer gerade auch dann hier bei diesen wichtigen Ereignissen wie Zinsentscheidungen dann exakt um die Uhrzeit, wenn das Ereignis eintritt, dann auch relativ schnell mit Volatilität zu rechnen. Starten wir mit dem DAX. Schauen wir hier erstmal im Tageschart uns an, was ist vergangene Woche passiert. Ich mache nochmal mein Zeichenwerkzeug hier
auf, um euch das kurz zu zeigen. Also wir sind ja prinzipiell jetzt hier in einem Tageschart und wir wissen, dass hier dieser Seitwärtszonenbereich Ende vergangenen Jahres, auch Anfang diesen Jahres, dann ein nicht zu verachtender Bereich war. Die untere Grenze war hier 12.900, die obere Grenze in etwa 13.130. Ich zeichne das auch nochmal ein und ziehe es vor allem dann mal etwas nach drüben, denn dieser 12.900er Bereich, also diese untere Grenze dieser Seitwärtszone, war für die vergangene Woche eigentlich auch der interessanteste Bereich auf der Oberseite, denn mehrfach wurde dieser Bereich vergangene Woche getestet. Wir haben es auch immer wieder in den Livestreams dann besprochen, dass dieser Bereich wichtig wird. Ich hatte dann am Donnerstag auch meine Grenze für die Oberseite eben angepasst, habe gesagt, okay, wenn der Markt jetzt eben nicht nach oben durchzieht, dann ist es denkbar, dass er eben auf der Abwärtsseite erneut pusht, weil das hatten wir eigentlich fast jeden Tag, dass die Abwärtsseite genauso wie die Aufwärtsseite interessante Bewegungen also gehabt hat. Und von daher war erstmal dieser obere Bereich 12.900, bedingt durch diese Schiebezone hier, untere Grenze, recht wichtig. Und dann, gerade zum Donnerstag, wo der Markt nochmal ein bisschen abgegeben hat, auch zum Freitag Vormittag hier dieser untere Bereich 12.650 bzw. 12.600. Das war hier die obere und untere Grenze, die Handelsspanne der vergangenen Woche. Die Bereiche waren eigentlich relativ klar. Die Ziele waren für die Tage auch relativ klar. Wir hatten dann zusätzlich auch noch den 850er Bereich, immer mal so ein bisschen auf dem Schirm. Aber nichtsdestotrotz, alles in allem, eine recht aussagelose Handelsspanne. Woche hier im DAX, weil wir haben zwar am Ende mit einem leichten Wochenplus geschlossen, aber im Verhältnis, wir werden uns ja gleich den S&P anschauen, hat der DAX hier nicht nennenswert seine Bewegung nach oben fortsetzen können, sondern ist hier mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Was könnte das jetzt für die kommende Handelswoche bedeuten? Wir switchen dazu auf den 4-Stunden-Chart, dass wir hier so ein bisschen mehr den Tag oder die Woche einnorden können. Nach wie vor, wir hatten das dann auch in der vergangenen Handelswoche angesprochen, ist für mich der Bereich 12.740, ich zeichne ihn mal hier leicht dicker ein, ist für mich erstmal der entscheidende Bereich für die Aufwärts- oder Abwärtsseite. Den hatten wir auch in der vergangenen Trading-Wochenanalyse als entscheidenden Bereich. Alles darüber würde ich nach wie vor ganz gerne von der Aufwärtsseite sehen wollen, was da bedeutet. Ich würde auch erstmal wieder vielleicht sogar einen kleinen Rücksetzer in diesem Bereich, je nachdem, wo der Eröffnungskurs dann am Montag stattfindet. Da müssen wir mal schauen. Es kann durchaus sein, dadurch, dass die US-Märkte am Freitag auf den Wochenhochs geschlossen haben und wie gesagt, der DAX eigentlich verhältnismäßig relativ schwach ist, kann es durchaus sein, dass hier der DAX am Montag mit einem Gap nach oben eröffnet. Da müssen wir dann mal schauen, wenn der entsprechend an dem 850er Widerstandsniveau ist oder vielleicht sogar an dem 900er, da müssen wir mal gucken, dann könnte es auch sein, dass erstmal direkt mit der Eröffnung hier erstmal wieder so ein bisschen Schwäche reinkommt. Prinzipiell wäre es auf jeden Fall interessant, wenn der Markt hier dieses Unterstützungsniveau 740 nochmal testet, dann über die Aufwärtsseite sich Gedanken zu machen. Das wäre ein leichter, interessanter Rücksetzer, um erneut Richtung 850, 900 zu handeln. Und prinzipiell sollte, wenn der Markt weiterhin stark ist, wenn dann auch die US-Märkte weiterhin stark sind, dann sollte es durchaus realistisch sein, dass der Markt diese Vorwochenhochs hier nach oben durchschreitet, also den knapp gut 12.900er Bereich dann hier angreift und diese Wochenhochs überschreitet und sich Richtung 13.000 auf den Weg macht. Wir hatten im 13.000er Bereich hier Ende Mai schon mal eine sehr, sehr interessante und markante Widerstandszone. Also dieser Bereich 13.000, nicht nur psychologischer Natur, sondern hier auch charttechnischer Natur, der wird definitiv interessant sein. Also eine Reaktion in diesem Bereich immer denkbar, immer mit einzupreisen. Und da kann es durchaus sogar dann in den 900er Bereich zurückgehen, weil hier eben diese Wochen hoch sind, was natürlich dann Unterstützung bedeutet, um dann hier erneut vielleicht die Aufwärtsseite anzugreifen. Und dann, und das sehe ich eigentlich erstmal aus aktueller Sicht so als Maximum, dass wir in der kommenden Woche vielleicht den 13.100er Bereich für die Aufwärtsseite angreifen könnten. Da müssen wir dann schauen in den täglichen Livestreams, aber das wäre jetzt erstmal so die grobe Überlegung für die Aufwärtsseite. Sollten wir erneut unter 12.740 rutschen, was wir vergangene Woche Donnerstag und Freitagvormittag dann auch gemacht haben, hier am Donnerstag dann auch mit etwas Momentum auf der Abwärtsseite, dann ist es durchaus denkbar, dass wir hier auch relativ zügig erneut in 12.650 bzw. 12.600 pushen.
Und dann kommt hier der nächste Unterstützungsbereich ganz knapp oberhalb von 12.500. Und dann ist es denkbar, dass wir hier in diesen Bereich relativ zügig reinlaufen und entsprechend dann auch einen Vorteil für die Abwärtsseite hätten auf Daytrading-Basis und hier auch die Abwärtsseite handeln könnten. Das müssen wir dann schauen. Erstmal aus aktueller Sicht, ähnlich der vergangenen Handelswoche, sollte hier erstmal 12.740 interessant bleiben. Entsprechend, wenn sich der Markt nach oben entwickelt, wie wir das in der vergangenen Woche dann auch hatten, dann werden diese richtungsentscheidenden Marken natürlich nach oben angepasst, beziehungsweise wenn wir hier nach unten pushen, dann passe ich dann diese wichtigen Bereiche dann auch nach unten an, um dann nicht hier einen kompletten Rückläufer immer wieder auf der Abwärtsseite zu handeln. Aber erstmal vom Kerngedanken sollte hier der 12.740er Bereich wichtig bleiben, wie es auch in der vergangenen Woche so war, um dann hier sich für die Aufwärts- oder Abwärtsseite zu entscheiden. Aber mit dem Hintergedanken immer auf die Wirtschaftszahlen achten, gerade auf die Uhrzeiten. Da können schnelle Bewegungen aufkommen, die auch diese Bereiche relativ schnell nach oben oder unten durchschreiten können. Beziehungsweise sollte für den DAX auch immer das rechte Auge auf den US-Märkten sein, gerade am Nachmittag, denn die sind aktuell stark. Und dann kommen wir auch zum S&P. Wir sind ja sonst eigentlich hier in der Analyse gerne, oder ich bin gerne dann hier im Dow Jones unterwegs. Wir schauen uns dann in den Dow Jones an. Wie sind da die Tendenzen? Welche wichtigen Bereiche und Unterstützungen sind dort wichtig? Aktuell lässt sich die Analyse aber besser darstellen für als Spiegelbild für die US-Märkte im S&P. Denn wir haben hier ganz klar, wir sind, Moment, ich zeichne das auch hier dann ein, wir sind hier seit Anfang Mai erstmal relativ sauber auf der Aufwärtsseite unterwegs gewesen, haben dann eine etwas längere Zeit, ich glaube, das waren sogar hier 2 Wochen, so ein bisschen so eine Seitwärtszone gehabt, hatten dann nochmal ganz kurz den Ausreißer nach unten, dann wieder rein in diese Seitwärtsschiebezone und dann kam mit dem Montag, und das war auch die letzte Analyse, letzte Woche im S&P, wo ich gesagt habe, wenn jetzt diese Schiebezone mit dem Gedanken, dass vorher der Markt aufwärts gelaufen ist, wenn dieser Bereich nach oben durchschritten wird, was dann direkt Montag früh der Fall war, dann ist es denkbar, dass der S&P entsprechend in seine nächsten Widerstände laufen kann und er dann hier auch ganz sauber in den 2770er Bereich gelaufen ist, sogar leicht drüber, und dann, wir sehen es hier, dann auch seinen Schlusskurs am Freitag auf den Wochenhochs annähernd hier gefunden hat. Also eine sehr, sehr starke Handelswoche nach oben, was der DAX, wie gesagt, in dieser Art und Weise gar nicht so mitgenommen hat und diese Abwärtsmoves hier im DAX eben aus den US-Märkten gar nicht hervorgegangen sind. Das muss man jetzt im Unterschied so ein bisschen auf dem Schirm haben. Aber prinzipiell, dadurch, dass der S&P erstmal so stark ist und der Dow Jones ebenfalls stark ist, ist es natürlich hier denkbar, dass er relativ zügig sogar weiterläuft in Richtung 28 bzw. 2800. Und das ist erstmal auch ein realistisches Ziel. Erstmal auch für die Handelswoche und dann natürlich auch so leicht darüber. Aber ich würde erstmal 2800 kernmäßig als Ziel nutzen, weil hier gegebenenfalls ein Rücksetzer stattfinden kann. Idealerweise oder eigentlich noch interessanter wäre jetzt hier ein Rücksetzer etwas früher. Und da ist es übergeordnet denkbar, dass hier dieses Ausbruchsniveau von Montag, also hier dieser wichtige Bereich, wo der Markt eben ausgebrochen ist, Moment, das zeichne ich nochmal hier ein, also dieses Viereck hier, diese Schiebezone, ja, Ausbruch nach oben, und dann ist es ja ganz gerne so, dass der Markt, ich zeichne es mal etwas dicker ein, also auf, Moment, das sollte jetzt kein Viereck werden, dass der Markt eben entsprechend aufwärts läuft, im Prinzip hier seine Konsolidierung findet, dann wieder entsprechend aufwärts läuft. Da müssen wir mal gucken. Natürlich, wie gesagt, kann es gleich nach oben gehen, aber ich würde es eigentlich ganz gerne sehen, wenn wir jetzt hier vielleicht schon etwas eher ein bisschen stärker verlieren, dann nochmals dieses Ausbruchsniveau testen, um dann in Richtung 2800 bzw. leicht drüber zu laufen. Das wäre eigentlich so mein favorisiertes Szenario, und da müssen wir dann natürlich schauen, läuft der Markt weiter nach oben, läuft er nach unten, schauen, wo sind die jeweiligen Tagesschlusskurse, Tageseröffnungskurse, ist der Markt da drüber, ist der Markt da drunter, wie läuft der Markt, zeigt er Stärke, zeigt er Schwäche, um dann hier entsprechend gegebenenfalls sogar mal den Rücklauf in Richtung des Ausbruchsniveaus, und da muss man nicht zwingend 2738 annehmen, sondern ich würde dann hier vielleicht mit einem Ziel von 2740 rechnen, also nicht ganz der Test, sondern eher den Bereich des Testes, und vor allem dann auch, wir können das hier uns auch nochmal ein bisschen kleiner anschauen,
ziehe das nochmal zurück. Wir hatten ja schon mal so einen leichten Rückläufer, dass hier der Markt eben mit dem angedachten Rückläufer, den ich gerade angesprochen habe, dieses Tief hier, dieses Zwischentief aus der Vorwoche vielleicht nochmal so leicht nach unten durchschreitet und dann eben diese Aufwärtsseite annimmt. Also das wäre jetzt erstmal für den S&P generell der interessante Weg oder eine interessante Herangehensweise, ein interessanter Tradingplan für die kommende Handelswoche. Ist die Abwärtsseite interessant? Im S&P kommt ganz gerne als Frage an dieser Stelle. Antizyklisch ja, ich hatte ja auch jetzt gerade schon gesagt, dass so ein Rückläufer in entsprechende Unterstützungsniveaus durchaus denkbar ist, aber es ist erstmal aus aktueller Sicht als antizyklisch zu werten, was da bedeutet, etwas vorsichtiger sein. Also wenn ich die Abwärtsseite handle, dann vielleicht mit kleinerer Positionsgröße, wenn ich merke, es funktioniert nicht so richtig, ich bekomme ein negatives Feedback, weil ich eben das ein oder andere Mal ausgestoppt werde, dann sollte man natürlich damit vorsichtig sein. Aber ja, natürlich ist es auch denkbar in der großen Analyse, dass wir dann auch die Konsolidierung im Daytrading handeln, also dann auch mal den Weg nach unten. Ich habe es in der vergangenen Handelswoche das ein oder andere Mal dann auch schon vorsichtig im Dow Jones versucht auf der Abwärtsseite. Das hat nicht so ganz funktioniert, habe zwischendurch sogar mal eine Pyramide aufgebaut, die dann annähernd Break-Even ausgestoppt wurde. Auch am Freitag hatte ich hier nochmal die Abwärtsseite, wo ich dann einen Verlust hinnehmen musste. Also ich habe es hier schon mal immer vorsichtig auf der Abwärtsseite versucht. Das hat noch nicht so richtig funktioniert, aber so eine Gegenbewegung ist natürlich hier mal denkbar. Aber dafür sollten dann auch die ersten Bewegungen erstmal stattfinden auf der Abwärtsseite, bevor man hier in diese saubere Aufwärtsbewegung immer wieder reinschaut. Also primär erstmal weiterhin die Aufwärtsseite in Richtung 2800 und dann eben schauen an entsprechenden Widerständen, beziehungsweise wenn dann Unterstützungen durchstoßen werden, vielleicht dann auch mal vorsichtig einen Rückläufer zu handeln. Kommen wir zum Euro-US-Dollar. Der hat eigentlich vergangene Woche das gemacht, was wir sehen wollten. Und zwar war ja hier der Kerngedanke, dass diese Erholung, die von dem Tief in 1,15 etwa stattgefunden hat. Also wir hatten ja, um es nochmal übergeordnet hier einzuzeichnen, wir hatten ja hier eine sehr, sehr saubere Abwärtsbewegung. Wir hatten dann die erste Erholung, wir hatten die zweite Abwärtsbewegung und jetzt fing der Markt ja schon so langsam an, sich zu erholen. Und hier war einfach als interessanter nächster Widerstandsbereich im übergeordneten Bild dieses alte Tief aus dieser Abwärtsbewegung. Und hier konnten wir auch einen wunderschönen Long Trade handeln, zwar antizyklisch zu der Kernabwärtsbewegung, aber hier war es doch recht interessant, wo der Markt weiter Stärke fand, dann aus dem Unterstützungsniveau 1,1670 nach oben den Breakout und dann in Richtung 1,1820 zu handeln. Und das war dann auch das Ziel. Hier kam dann auch relativ sauber die Gegenbewegung in Richtung des nächsten wieder Unterstützungsniveaus. Also aus dem 1820er Bereich ging es dann schön, wunderbar. Moment, das sollte ein Pfeil werden. Wo ist jetzt meine Maus hin? Zack. Hier ging es dann exakt wieder in das Unterstützungsniveau 1,1730, um dann hier wieder eine kleine Gegenbewegung und dann eben auch den Schlusskurs im Bereich 1,1770 zu finden. Also wir sind nach wie vor hier in diesem erholenden Charakter. Wir haben auch die realistische Chance, dass sich der Markt hier eben nicht nach unten weiter bewegt. Und da wäre es jetzt auf jeden Fall interessant, wenn man über die Abwärtsseite nachdenkt, wenn dieses Tief, dieses kleine Zwischentief, welches hier am, das muss ich selbst überlegen, Donnerstag oder Freitag markiert wurde, mit dem 1,1730er Bereich, wenn der Markt hier drunter läuft, dann wird relativ zügig die Abwärtsseite wieder interessant in entsprechend die nächsten Unterstützungsniveaus, also 1,1670 beziehungsweise dann 1,15 bzw. 1,16 ist es ja dann und dann geht es auch weiter in Richtung 1,15. Dann kann natürlich diese große Abwärtsbewegung, die hier stattfindet, einfach weiter fortgesetzt werden und das wäre ja auch ganz normal und ganz realistisch und hier eben wie gesagt mit dem Gedanken, dass diese Zinsentscheidungen natürlich Euro- und US-Dollar lastig sind, wäre das natürlich hier auch in die eine oder andere Richtung. Jetzt aktuell sind wir erstmal mit dem Gedanken, okay, wann könnte man hier die Abwärtsseite im Prinzip fokussieren und somit wäre es hier denkbar, wenn der Markt erneut unter 17,30 rutscht und sich dann auch prinzipiell unter 17,30 aufhält. Also hier unter diesem Bereich, dann wäre es hier erstmal kerntendenzmäßig interessant, sich Short-Setups zu suchen. Sollte der Markt sich darüber halten, ja, und hier vielleicht diese Reaktion einfach, wir nehmen es nochmal raus und ich zeichne nochmal die einfachen Bilder hier oder die einfachen Pfeile ein. Also wir sind ja hier grundlegend abwärts, zeichne ich nochmal ein und wir gucken uns jetzt mal die Aufwärtsseite an, haben uns jetzt hier erholt.
Ja? Und jetzt ist es natürlich interessant, es könnte natürlich diese Erholung auch weiter stattfinden, denn ich weiß aus der Vergangenheit, dass der 1,20er bzw. 1,2050er Bereich auch ein sehr, sehr wichtiger Bereich war, der auch ganz gerne angelaufen wird. Und dann wäre es hier zwar charttechnisch für die Abwärtsseite etwas unsauberer, aber es ist natürlich genau auch die Aufwärtsseite denkbar. Und somit habe ich ja hier diesen entscheidenden Bereich, den ich erstmal aktuell so hinnehmen muss. Das ist hier dieser 1,1730er Bereich. Und jetzt ist es hier natürlich denkbar, dass diese Aufwärtsseite weiter fortgesetzt wird und hier diese Reaktion im 1,1730er Bereich nach unten im Prinzip nach oben weiter fortgesetzt wird. Und dafür wäre es natürlich interessant. Zum einen könnte der Markt diesen Bereich nochmal testen, dann könnte man hier kaufen oder eben auf kleineren Zeitebenen versuchen, sich hier Aufwärts-Setups zu suchen. Zum Beispiel, wenn der Markt auch 1,1820 nach oben durchstößt, eine Reaktion in dieses Niveau im Prinzip abzuwarten, um dann die Aufwärtsseite zu handeln. Das sind dann die Überlegungen, die wir ja täglich in den Livestreams hier, DAX Long oder Short oder eben auch für den Euro-US-Dollar, die US-Opening-Bell am Nachmittag hegen, wo wir dann drauf schauen, okay, wo befindet sich der Markt? Ist er oberhalb wichtiger Bereiche? Ist er oberhalb vielleicht auch wichtiger Schlusskurse und Eröffnungskurse, um dann hier gegebenenfalls die Aufwärtsseite zu fokussieren? Und hier, das ist vielleicht nicht zwingend für die Handelswoche, für die nächste Handelswoche sofort das Ziel, aber die Tendenz nach oben könnte stattfinden und dann müssen wir entsprechend dann auch immer schauen, wenn wir über bestimmten Widerständen sind, die da dann ja zur Unterstützung werden, dass wir natürlich diesen aktuell orangenen Bereich, diesen richtungsentscheidenden Bereich, 1,1730, ja, wenn der Markt nach oben läuft, dann müssen wir natürlich diese Bereiche, und das mache ich dann auch ganz gerne mit den Widerständen und Unterstützungen, dass ich dann sage, okay, jetzt sind wir oberhalb von 1,1820, da weiß ich ja, das ist eben auch ein wichtiger Bereich und dann wieder passe ich das an und sage, okay, solange wir über 1820 bleiben, ist die Aufwärtsseite weiter interessant, sollten wir weiter steigen, dann ist es irgendwann oberhalb von 1,19 interessant und sollte dann der Markt irgendwann wieder runterrutschen, dann wird es auch auf höheren Ebenen vielleicht schon wieder für die Abwärtsseite interessant. Und so passe ich das dann immer an und die aktuelle Big Picture Analyse für den Euro habt ihr jetzt gehört, 1,1730 erstmal entscheidend für die Kernrichtung und dann müssen wir schauen, in welche Richtung sich der Markt entscheidet, denn hell sehen können wir alle nicht und das wisst ihr und somit muss man natürlich situativ hier aus der Vergangenheit lernen und versuchen, die Bewegungen und die Tendenzen aus der Vergangenheit so ein bisschen in die Zukunft zu projizieren. Schauen wir zu guter Letzt auf das Gold, da wird es eigentlich kurz. Denn Gold rangiert aktuell sehr, sehr stark, exakt um die 1300er Marke. Ich zeichne das auch hier natürlich mal ein, nehme da die blaue Farbe und zeichne mal die 13.000 ein, beziehungsweise ist das jetzt hier knapp darunter, aber das ist völlig egal, ob der Pfeil jetzt ein kleines Stück höher oder ein kleines Stück drunter liegt. Wir sehen, dass erstmal der 13.000er Bereich hier jetzt schon über mehrere Wochen wirklich von der Oberseite mehrfach getestet wurde und immer mal wieder darunter rutschte, dann hier ein bisschen von der Tendenz mehr darunter lag, aber immer wieder der Markt um diese 13.000 pendelt und dann exakt dann auch seinen Schlusskurs in diesem Bereich gefunden hat. Und nun ist es im Unterschied zum Euro, im Unterschied auch zu den Währungen, hier definitiv uninteressanter, weil einfach kein richtiger Trend stattfindet. Zumindest erstmal in der Big-Picture-Analyse, wir sind hier sogar nur im Stundenchart, nicht im 4-Stunden-Chart. Es ist einfach kein klarer Trend zu erkennen. Und ich bin ja der Meinung, dass es schon vonnöten ist, dass ein Markt saubere Bewegungen aufbaut und nicht immer wieder schnelle Richtungswechsel. Man kann natürlich hier Seitwärtsstrategien nutzen, man kann Seitwärtsstrategien handeln, die allerdings zugegebenermaßen oft etwas schwierig umzusetzen sind, weil eben diese schnellen Richtungswechsel stattfinden. Man muss dann gegebenenfalls schon mit Take-Profits arbeiten, man muss mit kleineren Chance-Risiko-Verhältnissen arbeiten und all das macht es in der Praxis schwieriger. Somit bin ich eher ein Verfechter dessen, dass ich sage, wenn ich solch eine Seitwärtsphase sehe, dass ich dann lieber die Finger von dem Markt lasse, weil ich genug andere Märkte habe, die eben sauberer laufen, wo die Tendenzen etwas klarer formuliert werden können und die Setups etwas klarer formuliert werden können. Somit hier erstmal vorab die Vorsicht vor dem Gold. Wer das nicht unbedingt handeln muss, sollte vielleicht erstmal die Finger davon lassen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir hier so ein bisschen das mal versuchen einzunorden. Da wir diese 1300 beziehungsweise eigentlich knapp darunter eigentlich so auch hier als richtungsentscheidenden Bereich haben, würde ich es persönlich, wenn man dann handeln muss,
dann eben versuchen, oberhalb von 1300 in Richtung 1305 zu handeln, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Da sehen wir auch hier, dass der Markt an diesem Bereich hier in der vorletzten Woche und vorvorletzten Woche diverse Male gescheitert ist. Das hat den Grund, dass wir hier in der Vergangenheit aus einer, ich habe es jetzt hier auf dem Chart nicht drauf, aber ich mache es mal ganz dick, wir hatten hier ja auch erstmal eine lange Zeit immer die Unterstützung in diesem 13,05er Bereich, bevor dann der Bruch nach unten kommt. Wir hatten hier so eine sehr, sehr große bis 13,57 in etwa, beziehungsweise 13,60, so eine große Seitwärtszone. Ihr wisst, das haben wir in den letzten Analysen immer wieder besprochen, da könnt ihr auch notfalls nochmal reinschauen. Und dann kam halt diese Bewegung aus der Seitwärtszone nach unten raus und jetzt testet der Markt hier einfach mehrfach diesen unteren Bereich dieser großen Seitwärtszone und schafft es nicht, die Stärke aufzubringen, eben nennenswert nach oben wieder reinzulaufen. Also das ist erstmal der Grund, warum wir im 13,05er Bereich hier erstmal immer wieder gescheitert sind. Und dann kommt hier als nächstes Kernunterstützendes Niveau. Das ist auch aus der Vergangenheit, diese zwei Striche, die kann man sich auch aus der Vergangenheit herleiten, haben wir hier diese untere Grenze dieser Seitwärtszone, die wir aktuell hier vollziehen, um die Marke von 1300 mit der oberen Grenze 1305 und mit der unteren Grenze in etwa 1290/1292. Ja, da haben wir oben immer gegen, unten immer gegen und der Markt pendelt halt hier dazwischen. Also, es ist jetzt, wer unbedingt handeln möchte, könnte es versuchen, oberhalb von 1300 bzw. oberhalb vielleicht von 98/99 den Versuch mal zu starten, immer mal wieder Richtung 1305 zu handeln, vielleicht auch mit dem Gedanken, dass der Markt irgendwann doch mal den Rutsch nach oben schafft, dass der Markt den Bruch des 13,05er Bereichs nach oben schafft. Da könnte man eben mal drauf setzen, mit dem Ziel, dass wir in den nächsten Widerstandsbereich laufen. Der nächste Kernwiderstand kommt hier im 13,13er Bereich bzw. im 13,16er Bereich. Das ist denkbar, das ist realistisch und auch gerade hier wieder der Blick auf die Wirtschaftszahlen in der kommenden Woche, also auch hier die FED-Zinsentscheidung, Verbraucherpreisindex etc. pp. Das ist natürlich auch fürs Gold interessant und könnte auch dazu führen, dass endlich Gold mal wieder so ein bisschen aus der Tinte kommt und sich so ein bisschen bewegt, ein bisschen Volatilität aufkommt und vor allem dann auch mal wieder so ein bisschen etwas sauberere Bewegungen auftreten, die man dann auch handeln kann und man nicht hier, wie mal von meiner Seite dann des Öfteren, Break-Even rausfliegt, dann mal wieder ein kleiner Verlust, dann mal wieder ein kleiner Gewinn, aber unterm Strich bleibt einfach aktuell nicht so viel übrig im Gold. Ich habe zwar mal eine Bewegung vergangene Woche hier auch halbwegs gut erwischen können, aber das ist in der Tat schwierig. Das Gleiche, wie hier auf der Aufwärtsseite im Prinzip denkbar ist und was man versuchen kann, aber auch hier, wie im Euro-US-Dollar, wie in den anderen Märkten, wenn ich ein negatives Feedback bekomme, also das nicht so funktioniert, dann lieber sein lassen und nicht irgendwie 10-mal die Long-Seite versuchen und jetzt 10-mal das Setup, was wir auf der Abwärtsseite besprechen und unterm Strich produziert man eigentlich nur Gebühren oder nur Minus und man kommt eigentlich gar nicht so richtig aus der Naht. Also von daher ist es hier erstmal auch interessant, unterhalb dieses wichtigen Bereiches vielleicht mal die Abwärtsseite zu versuchen, sich Setups rauszusuchen, kleine Mini-Breakouts auf kleinere Zeitebenen oder wenn sich hier Schiebezonen bilden, dort eben Breakouts zu handeln oder wenn der Markt schon mal anfängt nach unten zu laufen, dann den 1300er Bereich als Widerstand für einen Einstieg zu nutzen und so weiter. Also da sind diverse Möglichkeiten denkbar und dann erneut hier erstmal in das Unterstützungsniveau 92-90, weil wir einfach in der Vergangenheit auch diese Bewegung immer wieder gemacht haben, aber gerade in der vergangenen Handelswoche, zwar hier nochmal kurz, aber die Schwäche auch hier kaum noch aufkam, genauso wie die Stärke. Also wir haben diese Schwankungsamplitude ist in der vergangenen Woche sogar noch kleiner geworden. Ja, wir haben hier so eine kleinere Schiebezone in einer großen Schiebezone. Also alles nicht so die besten Vorzeichen hier aggressiv zu handeln. Aber wenn man hier die Abwärtsseite handelt, kann man genauso mal darauf setzen, dass vielleicht vorsichtig der Break nach unten kommt. Wir haben hier von Mitte Mai so ein paar Tiefs im Bereich 12,85. Das ist natürlich auch denkbar, dass wir da nochmal hinlaufen und das wäre sogar halbwegs vorsichtig gesagt prozyklisch, weil einfach die letzten Kernbewegungen abwärts gerichtet waren. Ja, da hatten wir hier dann die Abbewegung. Jetzt haben wir hier eine seitwärts erholende Bewegung, die natürlich erneut in Richtung 85 oder vielleicht sogar tiefer laufen kann. Das wäre der prozyklische Gedanke hier im Gold übergeordnet. Aber wie gesagt, ich kann es nur oft genug sagen, Vorsicht, Vorsicht,
Vorsicht. Also, wir haben die Märkte DAX, S&P, Euro und Gold jetzt hier beleuchtet. Ich wünsche euch für die kommende Woche auf jeden Fall Good Trades und Mega Trading. Wir hören uns an in den täglichen Livestreams an dieser Stelle hier auf dem YouTube-Kanal im Livestream live natürlich gerne wieder. Also seid herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Da könnt ihr auch Fragen stellen, da können wir miteinander kommunizieren im Chat. Da könnt ihr Setups von eurer Seite vorstellen, die wir besprechen. Also diverse Möglichkeiten hier, eben interessante Möglichkeiten. Von daher, wie gesagt, Good Trades und Mega Trading und bis zu den Livestreams oder bis zur nächsten Trading-Wochenanalyse. Euer Markus Klebe. Bye bye und ciao.